Anlass heute sind nur Menschen hier, die mich seit 20 Jahren kennen, also seit meiner Geburt. Ja, also wir sind in dem Moment, wo das Stück ist zu Ende. Ihr fangt an, total hysterisch zu werden und wir brüllen yeah, und yeah, Heike. Und wer möchte, kann auch brüllen, Heike, ich möchte ein Kind von dir. Auf diesen Filmen saugut. Und lasst euch nicht abhalten, mit Slips oder BHs zu werden. In der letzten Veranstaltung haben sie mit den leeren Pfandflaschen geschmissen. Ja, komm mal, das ist eine Idee, aber ich hab's gern weicher. Also deswegen, wie gesagt, Slip, BH oder Teddybären. Mein, wenn sie einen am Anfang schon traut, den Satz mit Heike, ich will ein Kind von dir, zu üben, dann könnt ihr das gerne machen. Also dann ist erstmal ein mega Applaus und dann kommt von mir eine Gestik. Und zwar mache ich dann so. Ja. Es kommt auf dem Video so geil, so bescheiden aus. Ich will nicht, dass ihr aufhört, ja? Eine Schippe obendrauf. Ja, der Applaus muss dann hochfahren und dann kommt ein zweites Zeichen. Also ich freue mich dann natürlich wieder und verbeugt mich. Und dann kommt ein zweites Zeichen von mir. Ich schaue einmal auf die Uhr. Kritisch, weil ich denke, wir schaffen das Programm ja hier. Und dann mache ich und dann ja nicht auf einmal aufhören. Das merkt ja jeder, dass wir da vorher drüber geredet haben. Also das war dann. Marc, ich überlasse Ihnen für Defi Marc Song. Ich überlasse das Wertvollste hier, was ich heute Abend hier bei mir habe, mein Publikum, für eine kurze Zeit. Für eine ganz kurze Zeit. Und ich bin damals zu meinem Arbeitsamt gegangen und habe mir dieses kleine, schicke, dicke, auf so Altpapier getrimmte Buch geholt mit dem Titel, also Heidinge habe ich mir unbedingt, Heidinge immer, der Titel heitert Horsten wahrscheinlich 1000 Karrierechancen für dich und dein Leben oder geh und finde deinen Weg. Damals ist drauf gestanden 1000 Berufe für dich von deinem Arbeitsamt. Wie sagt man dazu, wir waren immer sehr mehrheitlich unterwegs. Das heißt, was alle machen, machen wir auch. Das war mein Vater war immer eine Mehrheit. Manchmal kommt es anders, als man sich denkt. No. Muss man erst eisen. No. Das ändert sich aber mit dem 2 Stunden lang, das wird geschmiert. Normalerweise machen wir das ist, wenn einer das nicht schon kennt, kann er mitsingen. Jetzt habt ihr den Titel schon vergessen, gell? Ein Spatz kommt geflogen und setzt sich auf deine Schulter drauf. Also der Spatz sitzt auf der Schulter. Wir werden den Zusammenhang nicht mehr kriegen. Du freust dich kurz und warnst ihn dann, Freundchen, pass bloß auf. Du denkst, Spatzenkacke auf der Schulter ist ein schlimmes Vergehen. Oh nein. Du solltest mal den ganzen Taubenschwitz auf deinem Rücken sehen. Und Parlament lohnt sich echt da drüber.
Beine. Du gleitest sie küssend nach oben und merkst, es sind nicht seine. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Droge hat noch niemand geschaut und es ist ja ein Mode. Sogar der Papst nimmt manchmal eine oder zwei, weil sonst kann der ja nicht so weltfremd sein. Der Gockel versucht es mit dem Eiling anzugehen, der Samenspender. Der Depressive kommt als Clownbus raus, der Pathologe geht als Hebamme von Haus zu Haus. Die Nonne wird auf Prostitution umsteigen, der Regina. Unerwartet, ne? Der Drogendealer Kondome in Afrika verteilt. Höflichkeit ist wie ein Luftkissen. Es mag wohl nichts darin sein, aber es mildert die Stöße des Lebens. Gibt zwischen Zweien einen Streit, der Dritte sich bekannt. Doch teilst du es dir vernünftig ein, so kannst du stets der Dritte sein. Jeder Schmerz lässt sich verbinden, jede tiefe Wunde heilt. Nur einen Menschen musst du finden, der alle Schmerzen mit dir teilt. Steh an der Ampel nur wenn verträumt. Ihr dürft steht auf grün und ich hab's losfahren versäumt. Der Fahrer hinter mir schreit hupend nach vorn. Mein Madel vor zu, es sind schon leid an der Ampel gestorben. Ein Laserschwert, das in Lichtgeschwindigkeit alles klärt. Dann bliebe die Ampel auf irgendwann, so wie es ist, steht, hat die Kunde nichts dafür. Ihr wisst ja eh, was jetzt kommt. Bei was reimt sich schon auf Rot? Einfach tot. Jetzt werden einige von euch schon drüber nachdenken, ob an dem Abend mein lieber Schiffer. Ja, ob an dem Abend schon was passiert ist, aber nein. Ich wollte es ja diesmal langsam angelassen. Ich liebe mich besonders in so manchen Moment. Wo andere zu zweit sind, bin ich ambivalent. Wo andere teilen müssen, nehme ich 100%. Für mich ganz alleine. Oh, was für ein Geschenk.